Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das Schlagwort Nummer 1 lautet zurzeit Corona. Und gleich darauf folgt das Stichwort Angst. Denn viele Menschen sind verunsichert. Die drastischen Maßnahmen sind nicht mehr nur in den Nachrichten zu sehen, sondern sie betreffen inzwischen uns selbst. Eine Situation, die für uns alle neu ist. Keiner hat sowas schon mal in dieser Weise erlebt. Ein Land, ja fast die ganze Welt im Ausnahmezustand. Und das hat schon fast endzeitliche Ausmaße. Am Freitag fragte mich jemand am Telefon, ob das schon ein Zeichen für die Endzeit ist. Und ehrlich gesagt, das habe ich der Person auch geantwortet, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, dass wir jederzeit in der Erwartung leben dürfen und sollen, dass Jesus wiederkommt. Und gerade dann sind wir aufgefordert, unsere Köpfe nicht in den Sand zu stecken, sondern aufrecht zu stehen. Unsere Häupter zu erheben, wie Jesus das sagt. Warum? Weil Jesus unsere feste Hoffnung ist. Er ist da, egal wie die Umstände sind. Egal, wie lange Corona uns im Griff hat. Er ist da und er spricht uns heute zu. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Er ist da und er fordert uns gerade jetzt auf, Zeugen seiner Liebe zu sein für die Menschen um uns herum. Wir brauchen uns weder einigeln, noch zu verkriechen. Wir brauchen nicht die Zäune und Mauern hochziehen oder uns in unseren Häusern verstecken. Wir dürfen gerade jetzt Salz und Licht sein für die Menschen um uns herum. Freitag und Samstag hätte in Haiga die Dynamis-Konferenz stattfinden sollen. In dem Workshop, den ich dort gehabt hätte zum Thema Evangelisation, hätte ich folgenden Gedanken weitergegeben, den ich dir heute weitergeben möchte. Stell dir vor, die gute Nachricht von Jesus verbreitet sich jetzt genauso schnell, wie das Coronavirus es tut. Was für ein Segen wäre das? Stell dir vor, Jesus gebraucht dich gerade jetzt dafür, anderen zu bezeugen, wer Jesus für dich ist. Stell dir vor, Menschen, denen diese Situation Angst und Not bereitet, die erleben auf einmal Freiheit und die Freude, die nur darin zu finden ist, dass wir uns von Jesus retten lassen und er uns mit neuem Leben beschenkt. Lasst uns diese Situation dafür nutzen, uns neu unseren Mitmenschen, den Fremden, den Freunden, den Nachbarn, den Menschen, die wir im Supermarkt oder in der Apotheke treffen oder auf der Straße, dass wir uns ihnen zuwenden. Wir können aktuell nicht abwarten, dass die Menschen zu uns ins Gemeindehaus kommen. Geht ja nicht. Und wir sind auch aktuell nicht darauf angewiesen. Denn der Heilige Geist macht jeden von uns sprachfähig, mit anderen über Jesus zu reden. Warum können wir das jetzt tun? Weil Jesus uns heute ganz neu zuspricht. Seid getrost. Er spricht uns zu, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Jesus hat die gesamte Angst dieser Welt bereits getragen, auf sich genommen. Gerade die Ängste, die jetzt so deutlich hervortreten und von den Menschen geäußert werden. Angst, die Arbeit zu verlieren, Angst, kein Einkommen mehr zu haben und nicht mehr für sich sorgen zu können. Ja, vielleicht sogar die Angst zu sterben. Oder die Angst, andere anzustecken und dass die dann an Corona sterben. Jesus spricht in diese Welle der Angst hinein, sei getrost. Wie ein Vater sein verängstigtes Kind beruhigt und tröstet,
So spricht Jesus uns zu, wie es in einer anderen Übersetzung heißt: Ich habe diese Welt besiegt. Wie hat Jesus diese Welt besiegt? Dazu habe ich dir ein Foto mitgebracht. Nimm dir jetzt bewusst einen Moment Zeit, dieses Foto anzusehen, dieses Bild. Und lass es auf dich wirken. Dieser Mensch steht vor dem hell erleuchteten Kreuz. Und um ihn herum ist nur Dunkelheit. Was für ein Kontrast. Dunkelheit erzeugt Angst. Angst erzeugt Ohnmacht. Ohnmacht erzeugt Hilflosigkeit. Und wer sich hilflos fühlt und nur bei sich und seinem Problem bleibt, der versinkt immer tiefer in dieser Situation. Und so geht es leider sehr vielen Menschen. Denn jeder Mensch kennt Ängste in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Corona fördert jetzt Ängste zutage, die in vielen von uns schlummern. Dieser für unsere natürlichen Augen unsichtbare Virus nimmt uns die Illusion, dass wir unser Leben selbst in der Hand hätten. Nach außen hin sieht das ja ganz oft so aus. Vielen Menschen in unserem Land, den meisten, geht es total gut. Und ich würde sagen, fast alle von uns inbegriffen. Wir leben in schönen Wohnungen und Häusern, können uns sehr viel leisten, das Leben genießen, arbeiten, verreisen, in den Gottesdienst gehen und vieles mehr. Doch auf einmal sind fast alle diese Selbstverständlichkeiten gestrichen. Von jetzt auf gleich. Unser Leben, was nach außen hin perfekt zu sein schien, unser Alltag steht Kopf. Und wie sieht es in unserem Inneren aus? Da, wo niemand hinsehen kann, außer wir und Gott? Da gibt es viel Dunkelheit. Dinge, die keiner von uns weiß und besser vielleicht auch nicht wissen sollte. Da schmeckt es uns gar nicht, dass Gott jeden von uns durch und durch kennt. Aber er sieht unser Herz. Er kennt alles und weiß und das, was in uns dunkel ist. Die Bibel nennt diese Dinge Sünde und Schuld. Und es geht hier nicht in erster Linie um irgendwelche moralischen Dinge, sondern um die Tatsache, dass wir Menschen von Gott getrennt sind. Äußerlich kann es uns noch so gut gehen und wir können noch so gut leben. Innerlich sind und bleiben wir fern von Gott, weit weg, getrennt von ihm. Doch gerade deshalb, weil Gott Einblick in unsere Herzen hat, weil er um unsere Schuld und diese Trennung von ihm weiß, deshalb ist er selbst aktiv geworden. Und genau dafür steht dieses hell erleuchtete Kreuz auf diesem Bild. Jesus kam auf diese Erde herab. Und in Jesus wurde Gott selbst Mensch, damit wir Menschen, du und ich, zu Gott kommen können. Er kam in unsere Dunkelheit, damit unsere Herzen, dein und mein Herz, hell und rein werden. Das hell erleuchtete Kreuz spricht eine ganz andere Sprache. Es strahlt unaufhörlich und durchdringt die Dunkelheit. Wo das Licht vom Kreuz hinscheint, da muss die Dunkelheit weichen. Sie kann gar nicht anders. Sie kann dem Licht nichts entgegensetzen. Und genau das passiert, wenn Jesu Licht in dein Leben hineinscheint. Wo ich meine Schuld vor Gott erkenne und mir eingestehe und dann gleichzeitig seine Vergebung annehme, die Jesus mir schenkt, da wird es hell in meinem Inneren. Jesus kam und er hat
mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt, damit alle Sünde, alle Schuld und alle Scham für immer ihre Macht verlieren. Deshalb kann Jesus von sich sagen, ich habe diese Welt besiegt. Das leere Kreuz ist das Siegeszeichen von Jesus. Leer ist das Kreuz deshalb, weil Jesus von Gott wieder auferweckt worden ist. Jesus blieb nicht im Grab. Dadurch ist die Macht des Todes überwunden. Ein für alle Mal. Was für eine gute Nachricht. Dadurch können wir in dieser Welt mit einer neuen Hoffnung und Frieden im Herzen leben, der jede menschliche Vernunft übersteigt. Im Refrain eines Liedes wird das wie folgt ausgedrückt. Nur durch Christus überwinden wir, denn du überwandst dies Leben hier. Sünde und Scham beugen uns nicht. Wir halten Stand, Herr, nur durch dich. Du bist das Feuer, das nie verlischt. Du bist die Kraft, die in uns fließt. Du, unser Sieger, Herr und Gott. Wen Jesus herausgeholt hat aus der Dunkelheit, durch den scheint jetzt sein helles Licht. Und das zeigt sich dann zum Beispiel daran, dass wir Menschen, die angstvoll über Corona sprechen, sagen können, ja, mich verunsichert diese Situation auch. Wir brauchen da nichts vorspielen. Aber ich weiß tief in meinem Herzen, dass ich getragen werde und deshalb keine Angst haben brauche. So ein einfacher Satz kann ein Gespräch entstehen lassen, indem du mit deinem Gegenüber über Jesus sprichst. Oder du sprichst jemand Fremdes an, wenn du etwas mutiger bist und sagst zu ihm, guten Tag, ich habe zwei unerhört gute Nachrichten für Sie. Gott liebt Sie und er hat einen guten Plan für Ihr Leben. Das klingt jetzt vielleicht plump und aufdringlich. Aber wenn du davon von Herzen überzeugt bist, ganz tief in deinem Inneren, dann kannst du jemanden, auch jemand Fremdes, so darauf ansprechen. Und vielleicht ist er eine Person, die Gott genau auf diese Begegnung vorbereitet hat. Und es kann der Anlass sein, dass du mit dieser Person über deine Hoffnung sprichst, die du durch Jesus geschenkt bekommen hast. Denn wir kennen Jesus, der gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Jesus hat bereits gesiegt. Und deshalb dürfen wir an der Seite dieses einzig wahren Siegers leben und von ihm reden. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du die Welt und damit alle Ängste überwunden hast. Hilf uns, dass wir heute in diesem Bewusstsein leben und uns nicht von Corona-Ängsten leiten lassen, sondern von deinem Frieden, den du schenkst. Lass uns von dir weitersagen, weil wir in und mit dir immer Grund zur Hoffnung haben. Lenke unser Denken und Handeln, damit wir in das Leben hineinfinden, das du schon immer für uns vorgesehen hast. Du bist unser Herr und du hältst die Zukunft in deiner Hand.